Jetzt muss ich diesen ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen. Nein. Ja, wobei, viel ist jetzt hier nicht mehr. Ich brauche bis noch runter und noch rechts und dann ist schön. Knapp 3 Leben, das ist nicht gut. Mal gucken, ich hoffe, dass ich es jetzt besser schaffe, die Vampire da beide kaputt zu hauen. Man den ja eigentlich irgendwie einen Holzpflock ins Herz rammen soll. Was wichtig ist, ist eigentlich, dass man sich zunächst auf einen der beiden konzentriert, damit wenigstens eine Gefahrenquelle erst einmal gebannt ist. So. Kann man sich jetzt aussuchen, wen von den beiden man sich jetzt hier zuerst nimmt. Möglichst sich wirklich auf einen von den beiden konzentrieren. Das ist das Beste. Ich habe nicht gesehen, was da stand. So, jetzt haben wir wenigstens einen von den beiden kaputt. So. Immer noch relativ gute Zeit. So. Hau mal nicht ab, du Scheiß. Bleibst du mal hier, bitte? Bist du? Aufpassen. Noch 1,5 Minuten, circa. Ich bin gleich tot. Das gefällt mir aber gar nicht. Machen wir mal so. Ich nehme jetzt einmal Heilkräuter. Ja. Yep. Damit ich immerhin ein bisschen bessere Chancen habe. Gleich haben wir ihn aber. Tada, wir haben es geschafft. Und verwandeln uns, glaube ich, auch gleich wieder zurück. Ja, wir fahren uns zurück. Zeit läuft weiter, wen stört's? Los, wir müssen zuerst die Bombe anschaffen, schnell! Ja, dazu müssen wir uns hinter ihn stellen. Die Bombe hat 2 Zündschnüre, eine rote und eine blaue. Blau. Ich habe die Bombe entschärft. Gerettet. Lili spricht aus deiner Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich konnte nichts machen. Meine Knie zittern noch wie Espenlaub. Ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige, doch wenn es brenzlig wird... Entschuldige, dass ich so lange in der Tasche war. Ich verrate niemanden, dass Will sich verkleidet hat. So. Kommen wir jetzt hinten raus irgendwo. Das ist still. Äußerst befremdlich, finde ich, dass hier nichts ist. So jetzt. Hm, da sind meine Leute ja. Will, geht's dir gut? Will, Lily ist nicht zu sehen. Was ist geschehen? Hier bin ich. Ein kleiner Regenwurm. Da. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machtet. Will hat mich beschützt. Sorry, es war zu schnell. Das ist jetzt unwichtig. Lass uns lieber überlegen, wie wir hier wegkommen. Gute Idee, von jemandem namens Rama haben wir einiges gehört. Will erzählt allen, was geschehen war. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk, die eine Hälfte ertrank, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel bis zum Festland. Prima Idee, lasst uns von hier verschwinden. Gerade beim Tierisch weiß, wo man es lang muss. Seetunnel, genau. 5 Tage sind nun vergangen, seit wir in den Tunnel gegangen sind. Doch er scheint kein Ende zu nehmen. Ich glaube, er führt ins Nichts. Lass uns für heute Schluss machen. Ich bin geschafft. Ich werde lange und gut schlafen. Das ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beiden. Ihr habt euch schon beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind. Lenz hat recht, Kara. Jeder von uns ist am Ende. Lass uns etwas essen. Ich bin am Verhungern. Diese Pilze sind einzige Nahrung. Sie wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze, vorgestern gekochte Pilze, davor roh. Igitt, igitt. Wir dürfen nicht zu viel verlangen, um zu überleben, müssen wir essen. Oh nein. Wir haben schon wieder Pilze gefunden. Das ist immer noch besser als zu verhungern. Lass uns essen. What the fuck, ich wollte speichern irgendwie. Ein weiterer Tag wie dieser nahm sein Ende. Ich wollte was essen. Ja.
Genau, 8er Tag in dem Tunnel. Starte ich auf einen unterirdischen Fluss. Kannst du nicht schlafen? Doch, ich versuche Schafe zu zählen. Es kommt nur keins. Du hast dich auf dieser Reise ganz schön verändert. Man könnte fast meinen, du wirst erwachsen. Ich verstehe das selbst alles nicht, aber eine seltsame Kraft wohnt in mir und mein Körper kann sich in den eines Kriegers verwandeln. Das alles hat mit der Reise meines Vaters zum babylonischen Turm zu sein Das alles hat mit der Reise meines Vaters zum babylonischen Turm seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang, diese Macht zu begreifen. Warum hast du dich dieser Expedition angeschlossen? Zuerst war es nur ein Spaß, aber jetzt habe ich andere Gründe. Morgen wird wieder ein langer Tag, wir sollten schlafen. 2 Wochen sind wir nun in diesem Tunnel und es ist kein Ende in Sicht. Als ich letzte Nacht schlief, hörte ich seltsame Geräusche über mir. Kara ist sehr besorgt über diese Geräusche. Ich bin viel zu müde, um irgendwas zu machen. Da. Wartet, ich höre es wieder. Das ist das Geräusch. Es bebt. Vielleicht ist es Riversen. Oh nein, wir müssen verschwinden. Was? Verschwinden? Wohin denn? Seid ruhig, dieser pochende Klang. Das sind Morsezeichen. Dann verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge des Klangs bestimmt den Buchstaben. Mal schauen, ob ich das verstehen kann. Hier ist Seth. Sitte! Psst, Ruhe! Nee, fährt fort. Riversen hat mich verschluckt. Als ich zu mir kam, hatte sich mein Körper in Riversen verwandelt. Dieser Riversen ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Er sagt, die Evolution würde durch das Licht eines Kometen beeinträchtigt. Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen, aber nicht in diesem Körper. Ihr müsst das Geheimnis des Kometen und der Ruinen lösen. Ich höre nichts mehr. Seth, ich habe Angst. Er muss im Morse-Unterricht gut aufgepasst haben. Seth auch. Feine Sache. Aber Seth ist nicht mehr menschlich. Nein, Eric. Zieh keine vorherigen Schlüsse. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzig richtige. Lass den Kopf nicht hängen. Auf geht's. Geschafft, endlich. Wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelaufen. Seht doch ein Schild. Wo ist Engelstadt? Reisen, die sucht uns unter der Erde. An einem solchen Ort sollen Engel leben. Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschlichen Besuch. Jedenfalls können wir uns hier ausruhen. Lass uns aufbrechen, Will. Ich gehe meinen eigenen Weg. Wartet nicht auf mich, ich muss es tun. Ich erforsche diesen Ort ganz alleine. Versucht nicht, mir zu folgen. Was hat sie nur vor? Vielleicht ist sie nur müde. Sie braucht Ruhe. Ich gehe mal von der Seite rein. Dies ist die Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Seit wann wir hier leben, weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich das Meer sehe, schmerzt mein Herz. Wir haben keine Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich weder gelacht noch geweint. Ich überlebe nur. Na toll.
kann man irgendwo speichern. Ganz links irgendwo, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, doch nicht. Ich bin ein Juwelier. Ah, 17. 23, jetzt muss ich mal gucken, ob das richtig ist. Ja, 23. Ja, ja. Musik ist Balsam für die Seele. Das richtige Lied heilt jedes Leiden. Muss ich irgendwo speichern? Ich muss speichern. Da. Aber die Reise wird mal wieder, wie gewohnt, erst im nächsten Part fortgesetzt. Tschö mit Ö und Tüllü. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time. Wir befinden uns hier in der Engelstadt. Wir haben in der letzten Folge das Vampirpärchen vernichtet. Und wollen nun hier weitermachen. Was das hier? Rotes Juwel gefunden, genau. Dies ist Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Das hatten wir doch schon. Der Tanz ist unsere einzige Freude. Das Bild dort an der Wand stammt von Ishtar. Aber das Modell in dem Gemälde ging verloren. Das muss man sich merken. Ich tanzte mit der Person, deren Porträt an der Wand hängt. Da kommt man nicht hin. So, wir haben jetzt in jedem Fall noch ein rotes Juwel gefunden hier. Lass mal nochmal zum Juwelier hier unten gehen. Sehr schön. So. Jetzt waren wir hier. Dum, 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 dum. Wir haben keine Gefühle seit meiner Geburt, bla bla. Doch, das hatte ich schon. Hier war ich schon, war ich schon, war ich schon. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Nee, hier rein. Das heißt, sie wären die Form, zu der sich Menschen entwickeln. Ich muss erstmal gucken. Also hier gibt es ziemlich... Wie viele rote Juwelen gibt es überhaupt? 3 oder so? Ich glaube 3 Stück. Schatztruhe. Gefäß und Schatztruhe. Also 4 Stück, wie scheint. Am Anfang ist aber erstmal noch nichts. Also da habe ich eins gefunden. Das ist eine Truhe, genau. Und da haben wir noch eins, das ist 3. Noch was? Oh, das war es doch. Ich habe 3. Moment, Leute, Moment. Ich muss erst nochmal kurz gucken. 1, 2. Diese Schatztruhe ist im unteren von Engelstadt. Bei dem Gefäß solltet ihr mal nachsehen, eine weitere Schatztruhe. Was für ein Gefäß denn? Das ist beim besten Willen nicht mehr, in welchem Gefäß das war. Das ist aber uncool. Hier kommt man definitiv nicht nochmal hin, später. Wenn man das ja abgeschlossen hat. Und dann weiterreist. Das ist aber äußerst suboptimal jetzt. Okay, das scheint nicht gemeint zu sein. Immer alles dasselbe irgendwie. Hier weiß ich jetzt wirklich nicht, wo es hier noch eins gibt. Ich werde dir den Weg zum Atelier weisen. Pass auf, gehe mit dem Wind. Achte auf die Flamme der Fackel und du wirst begreifen. Folge der dunklen Gasse, durch die der Wind weht, bis du das Tösen des Wasserfalls vernimmst. Finde die Stelle, an der das Rauschen des Wassers am lautesten ist. Dort befindet sich Ishtars Atelier. Sei vorsichtig. Vor kurzem kam eine Frau mit dem Namen Kara. Ihre Schönheit überwältigte Ishtar. Er führte sie in sein Atelier.
Also, wir müssen in jedem Falle Ishtar finden. Aber das mache ich nicht jetzt, weil ich möchte erstmal noch das weitere Juwel finden. Erstmal hier durch. So, jetzt. Jetzt können wir nochmal speichern. Ich glaube, ich mache dann auch erstmal Feierabend. Das war jetzt wahrscheinlich ein recht kurzer Part, aber ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Deswegen sage ich erstmal Tschö mit Ö und Tschüllü. Bis zum nächsten Mal in der Engelsstadt bei Illusion of Time.